Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Let's Play zum Spiel Kün Part 75 inzwischen. Tja, wir wissen ja jetzt, dass wir die Festre erobern müssen. Und blaue Objekte haben wir schon aktiviert. Ja, das haben wir beim letzten Mal schon geschafft. Und ja, jetzt müssen wir die blauen Lichtempfänger aktivieren. Das war scheinbar dieses erste Objekt, was ich beim letzten Mal gesehen habe. Oder wir gesehen haben natürlich. Denn ihr habt mir hoffentlich alles zugesehen. Also von daher. Öffnen Sie das blaue Lichttor. Ach so. Nee, das war das blaue Lichttor offensichtlich. Moment, wo war es denn? Hier, genau. Das müssen wir öffnen. Da müssen wir hin. Und dazu müssen wir erstmal die Lichtempfänger aktivieren. Ja, ja. Wie auch immer. Blaue Objekte haben wir schon aktiviert. War eigentlich nur eins, ne? Also, keine Ahnung, was der hier von uns will. So. Okay, aber wir gehen einfach mal weiter und dann werden wir schon sehen, was uns hier noch erwarten wird. Ja, das müssen wir eindeutig umlenken hier. Die sind nämlich beweglich, diese komischen Steine hier. Okay, ach, hier haben wir auch wieder eine Truhe. Sehr schön. Ja, dadurch, dass ich eben noch nicht genug Crafting-Objekte hatte, zumal es ja auch immer wieder neue gibt, also da tauchen immer wieder neue Crafting-Objekte auf. Ja, bei jedem Part scheinbar. Oder in jedem Level neue. Und von daher kommt man da nicht so wirklich hinterher. Also man muss immer wieder neu einkaufen. Und die werden auch immer teurer. Von daher muss ich mich jetzt mit meinen alten Waffen begnügen, die aber hier wirklich eine durchschlagende Wirkung zeitigen, muss ich mal sagen. Sehr schön. Selbst die, obwohl die explosiv waren, haben die uns jetzt nicht allzu viel Schaden gemacht. Also wir können mittlerweile auch ordentlich einstecken. Das ist doch mal erfreulich. Okay, mal sehen, was hier ist. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Nee. Na, bis auf eine Truhe. Die könnte uns aber noch nützlich sein. Ne? Je nachdem, ob sie denn was Wertvolles enthält. Nein, nicht wirklich. Aber vielleicht können wir den einen oder anderen Gegenstand doch mal verkaufen. So, eine Robe. Für unseren Magier. Den Thorfinn. Spirit. Oh, da kommen schon wieder neue Gegner. Ja, die tauchen mal ganz überraschend auf hier. Mehr oder weniger. Oh, diesmal von allen Seiten. Sehr schön. Ja, aber die sind zum Glück nicht sehr stark, diese sogenannten Hellers. Na, komm mal. Prima. Ha, ein Skelett rennt weg. Das kann ein gutes Zeichen sein. Muss aber nicht. Entweder hat es Angst vor uns oder will Hilfe holen. Ah, nein, okay. Oder hat einfach KI-Schwächen. In dem Fall war es eine KI-Schwäche. Die Jotun haben nicht nur unseren Geist, sondern auch unsere Körper zerstört. Nur wenige haben überlebt. Ah, das ist ja dieses ursprüngliche Volk anscheinend, was diese Höhle oder diesen Tempel errichtet hat ursprünglich. Wir werden eine Tür öffnen und danach für immer schließen. Oh. Irgendwie ging der Plan scheinbar gründlich in die Hose. Okay, ja, da sind wieder diese etwas stärkeren Hellas. Eieiei. Samt sehr starker Skitter. Okay. Weg. Oh, oh. Ach, die können auch was erzeugen. Sehr schön. Hm, sie kommen nicht so schnell näher, ne? Ah, die finden wir am gefährlichsten. Ist das noch legendär? Ja. Ich komme mir so leicht vor die Gegner. Naja, wie gesagt, das Spiel hat ja dann und wann Probleme mit dem Balancing. Weil hier ist es wieder total easy. Es ist wirklich fast wie auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Aber gut, wir haben ja auch mittlerweile mächtige Waffen. Aha.
Und nun folgt er uns nicht mehr in dieses Energieteil. Ach so. Müssen wir wieder umleiten. Oh oh. Heiliger. Bin ich fast in eine Falle gerannt hier. Jetzt mal speichern. Ah, das. Man ist relativ gut beraten, wenn man vor Gegner Massen speichert. Also vor so einem Mob hier, so einem Flash-Mob. Und danach nochmal. Ah ja, diesmal haben sie. Nee, keinen von uns getötet. Nach wie vor nicht. Also, selbst gegen die mächtigsten Gegner haben wir hier wirklich eine Chance. Mehr als das sogar. Wir sind denen deutlich überlegen. So, das geht dahin. Dann dahin. Ah ja, okay, okay, okay. So weit, so klar. Müssen wir das wieder umlenken hier? Ja? Nee, so nicht. Ja, das geht so lang. Und, nee, da ist nichts mehr. So, führt denn das Teil hin? Nach da. Hm. Das ist ja noch so eine gelbe Tür, anscheinend. Ach, das ist das Lichttor, scheinbar. Oder der Lichtempfänger. Nee, so verschiedene Farben hier. Ja? Aha, okay, das müssen wir scheinbar so lassen. Gut, dann kommt noch irgend. Ja. Dann kommt da scheinbar noch irgendwie ein. Oder spielt auf jeden Fall ein gelbes und ein. Weißes Licht noch eine Rolle? Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß es natürlich nicht. Oder wir müssen das ganz geschickt immer umleiten, ja? Und umlenken. Ja, ich glaube, das ist es. Aha! Ah ja, okay, okay, okay. Hab's verstanden. So, jetzt müssen wir erstmal sehen, wo das jetzt aufprallt. Ich möchte jetzt nicht. Kommt erstmal hierher. Das geht da lang jetzt. Okay, jetzt müssen wir das auf die andere Seite leiten. Oder lenken. Dann, dass es dahin geht. Nee. Hierhin geht zuerst, okay. Also erstmal den Stein hier umlenken. So, jetzt geht's da lang. Ah, muss es da lang? Ist die Frage jetzt. Ja, da muss es lang. Okay. Das ist schon richtig ausgerichtet hier. Okay, das noch nicht. Also erstmal dahin. Ich hoffe mal, dass es denn auch aktiviert bleibt, das blaue Licht. Ach nee, das konnten wir ja nicht. Ah, jetzt verstehe ich es ja. Schade, schade. Vielleicht da lang. Muss doch umgelenkt werden. Oh Gott, oh Gott. Nee, da ist auch nichts, oder? Nö, sieht nicht danach aus. Nee. Da ist gar nichts. Nicht denn jetzt? Zack, zack. Nee, Leute, das klappt schon mal nicht. Ich kann das nur dahin lenken. Von da aus, Moment, scheinbar nach da. Ah ja. Ich hoffe mal, aber die sind irgendwie versetzt ausgerichtet. Naja, das ist ein Stück tiefer. Also wird es hier gar nicht hingelangen können. Schade, schade, schade. Gut, dann müssen wir schon den ersten Stein hier umleiten. Moment. Den haben wir ja schon, genau. Nee, das ist ja richtig. Das war richtig soweit, glaube ich. Ja. Dann müssen wir gleich den hier. Ne, den müssen wir. Ah, okay. Ja, das ist hier alles ein bisschen riesig, Leute.
Da kommt man schnell mal durcheinander. Wenn man nicht alles so auf einmal sieht. Ach nee, wird auch nur so lang geleitet. Moment. Und da so lang. Ja, schade. Anders geht's nicht. So. Und da kann ich es auch nicht weiter umleiten, oder? Ich könnte es nur da lang leiten. Doch, das bringt's. Das bringt's, so hoffe ich doch. Ist hier noch was? Ah ja, hier ist auch noch was. Gut, okay. Wo sind sie denn jetzt? Oh. Eieiei, ich und meine Orientierung. Alles klar, super. Jetzt geht's da lang. Und dann müssen wir das umleiten hier. Quatsch. So, dann genau. Und dann geht das da nach oben. Hä? Nee, sowas nicht gedacht. Jetzt, genau. Okay. Okay. Oh, da sind wieder einige Gegner. Nö, das macht nichts. Gut, speichern. Erstmal den da. Ja, sie haben wirklich keine Chance gegen uns. Sie können uns maximal betäuben. Oh ja, hier sind einige Inschriften noch. Und noch ein paar Gegnerchen. Sehr nett. Ja, bevor sie uns gefährlich werden können, ist auch schon tot. Super. Es läuft doch wie am Schnürchen hier, Leute. Ups. Oh, da kommen wieder welche nach oben. Ja, kommt ruhig. Macht uns jetzt gar nichts aus. Oh, eine Kriegsaxt. Oder Kriegeraxt, wie man das auch immer übersetzen möchte. Oh, sagen sie auch was? Nee, das scheint so eine Art Abwassergraben zu sein. Das heißt Graben. Abwasserzugang. Vielleicht ist da unten die Kanalisation. Also ein Klo, mit anderen Worten. Ne? Die Jutun haben viele Formen. Keiner von ihnen ist zu trauen. Mhm. Ich verstehe. Damit diese Hellas gemeint sind? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber es wird wahrscheinlich noch aufgelöst. Hoffe ich doch mal. Nein, so lang. Na also, weiter geht's, Leute. Ah ja. Gegner sind immer ein sicheres Anzeichen dafür, dass wir hier weiterkommen. Die haben Schilde und... Aha, mit der Axt kommt er durch. Schön, dass er dann endlich sich dazu überreden ließ, zuzuschlagen. Oh oh. Oh 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 oh. Ah, wir bleiben auf der Brücke. Ist hier strategisch sinnvoller. Tja, wie gesagt, ne? Die haben keine Sonne gegen uns. Da hatten wir in den ersten Levels mehr Probleme. Aha, geht's denn hier noch lang? Jo, Dämonenkern. Wie immer sowas aussehen soll. Aber wir brauchen es ja vielleicht mal der einen oder anderen Stelle. Oh, 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 weg hier, weg, 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 weg. Ja, das kann uns alles auf einmal killen, ja. Locker. So, Dauerheilung. Oh, Eirik ist leider drauf gegangen. Damn. Gut, noch ein Schild. Und
waffen uns ein wenig. Scheiße, 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 weg hier. Und heilen uns. Haha. Aber wir stecken inzwischen deutlich mehr ein. Wahnsinn. Und Alrik aufsammeln. Samt seiner kläglichen Überreste. Nee. Ist natürlich noch in einem Stück. Oh, da kommen wieder Gegner. Oh, wir kümmern uns erstmal um die Gegner, würde ich sagen. Obsidian. Weitere Inschriften. Ja, na kommt ruhig. Ja, solange ihr nacheinander kommt, soll es uns recht sein. Ah, Schildträger. Wen schützt ihr denn? Aha, den schützt ihr. Stormbringer. Nee, Reaper. Oh, okay, der kann uns paralysieren. Hier steht nichts weiter. Okay. Doch, hier steht was. Ah. Das Blut der Menschen. Unser Vermächtnis für die Zukunft. Ah, hier ist auch noch was. Unsere Heimat ist verschwunden. Alle Hoffnung verloren. Wenn ich sterben muss, dann von eigener Hand. Okay, ach, hier ist ja auch noch was. Ein bisschen Gold, ne? Nicht, dass wir das nicht brauchen können. Nein, überhaupt nicht. Eine Truhe. Die haben wir noch nicht geplündert. Können wir hier rum? Nein, es ist eine Sackgasse. Schade, hier sind jede Menge Sackgassen. Müssen wir sie erstmal zurechtfinden. Na, kommt. Beeilt euch mal ein bisschen. Schneller. Lauft, Leute! Ja. Diamant sogar. Ja, das klingt immer toll, aber bringt uns letztendlich nicht so viel. Irgendwelche Drachenzähne oder so bringen uns da weitaus mehr. Weil die nämlich deutlich teurer sind. Aha. Hier wollen sich welche davon schleichen. Und einige kommen nach oben. Ah, was ist uns wieder... Ah, ich will hier kein Risiko eingehen. Sehr schön. So können wir das hier umleiten. Nee. Was geht denn da lang? Ah. Arkanes Leder. Wie bitteschön soll das denn aussehen? Nee, das können wir offenbar auch nur in eine Richtung leiten. Aber den müssen wir auf jeden Fall aktivieren, diesen einen Stein. Stark nieten da. Oh, oh. Weg hier. Oh, schade, Bram, haben wir jetzt gekillt, die Schweine. Das war dann doch zu viel des Guten. Storm Reaper möchte ich gerne ausschalten. Stormbringer meine ich natürlich. Ah! Weg, 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 weg. So klammheimlich hinter uns taucht das Ding auf, ja. Also fieser geht's doch kaum. Okay. Ah, ist endlich verschwunden. Sehr schön. So, Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt müssen wir uns wieder um das Rätsel kümmern hier. So, wenn der da hingeht. Ah, wo ist denn dieser weiße Stein? Oh Mann.
Das ist, aha, nee, hier ist denn der Gelbe. Hey, hey, jetzt geht das Ding darauf, da rein, genau, es ist blau eingefärbt. Nein, auch nicht doch. Was ist denn das hier? Ah, das kann aber wohl nicht wahr sein, jetzt muss ich hier noch hinrennen. Hä, warum habe ich denn das wieder umgestellt gehabt? Verstehe ich nicht. Oder hat sich das jetzt von alleine wieder ausgerichtet? Drehen. Nee. So. Wieso prallt das ab? Ach, ich war zu langsam, denke ich mal. Ja, ich war zu langsam. Super. Na, ich verfolge es mal. Da lang. Okay. Dann wieder zurück. Oh, nee. Und verliert sich. Oh, nein. Was mache ich denn hier? Naja, am besten mal verfolgt es auf die Art, ne? So lässt sich das Rätsel auch lösen. Na. Okay.
Diese Rennerei hier. Ja, jetzt ist es richtig ausgerichtet. Nein, das ist immer noch nicht. Es ist, als ob die sich mitdrehen, ne? Ah, jetzt aber. Meine Güte, nee. Yes. Alles klar. Jetzt kommen wir doch rein, also. So, und hier ist das gelbe Teil. Ja, die sind natürlich jetzt inkompatibel, ist ja klar. So, aber Leute, nach diesem ganzen abstrusen Hin und Her hier würde ich mal sagen, um euch nicht noch mehr einen Knoten ins Gehirn zu verpassen, mache ich einfach mal eine Pause an der Stelle. Ne? Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Jetzt wissen wir ja zumindest, wie wir das Rätsel hier lösen können. Nicht, dass es nicht wirklich offensichtlich war, aber naja. Alles klar. Dann erobern wir hoffentlich endlich den Festrel. Aha, okay. Jetzt steht wieder, aktivieren Sie das gelbe Objekt. Also jetzt ist das quasi wieder negiert worden hier alles. Warum auch immer. Aber, naja, vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen an der einen oder anderen Stelle, ne? Okay, also dann würde ich mal sagen, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit meinem Video. Lasst es euch gut gehen, euer Chuck.